Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lawn Mowing Simulator. Ja, wir müssen noch weiter Geld verdienen. Ich habe ja in der letzten Folge noch die Firmenzentrale abgegradet. Und theoretisch könnte man jetzt einen Mitarbeiter und einen Rasenmäher mehr haben, aber wir haben kein Geld. Wir brauchen mindestens 2149 für einen weiteren Rasenmäher. Das heißt, arbeiten. Wo ist mein Mitarbeiter? Okay, der wird jetzt hier nicht aufgeführt. Da ist ein Angestellter drin. Habe ich den schon ausgebildet? Ja. Ja, gut. Wir schicken mal unseren Mitarbeiter dahin. Und das ist das, was wir, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht haben, befürchte ich. Ach, ich gucke mir das an. Wobei, das könnte auch diesmal anders sein. Aber da ist der Brunnen. Ja, mache ich das? Ich glaube ja. Gut. Machen wir einfach. So. Jetzt geht auch der Controller wieder. Gerade hakte der ein wenig. Ach nee, das ist ein etwas anderes. Okay. Dachte schon, das wäre wieder das gleiche, was ich jetzt schon zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander hatte. Oh, guck mal an. Das bringt schön 500 extra, glaube ich. Oder 50, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt das nochmal richtig gut Asche, wenn man die wertvollen Sachen findet. Müssen wir nur noch den Rotz im Rasen finden. Ah, hier liegt noch was. Eins brauchen wir jetzt noch. Hallo, wo ist das Zeug? Schon wieder ein Kackehäufchen oder so. Eins hatten wir ja schon. Ja, okay.
Es lag im Rasen, in den Rasen rein. Dann wollen wir mal loslegen. Nein, 5,5 oder 6,5 Zentimeter. Lass mal 6. Mit der rechten Seite hier gleich an. Schon ist das Gras ist hier nicht so hoch, hier kann man einfach durchfahren. Ich denke nicht, dass hier irgendwo was verstopfen wird. Aber ich muss sagen, der Garten hier ist echt schön gestaltet, der gefällt mir. Hinten der Sitzplatz. So, jetzt sind wir die erste Runde auch schon gefahren. So, ich glaube, jetzt werden wir mal hier oben in der Ecke den Sitzplatz gleich fertig machen. Noch mal hier reinfahren wird sich nicht lohnen. Sozusagen das stehen gelassene einmal wegnehmen. Aber hier unten die Ecke können wir auch gleich fertig mähen. Ja, das wird sich ja jetzt gleich abtrennen. Ja, wobei, bei dreimal fahren ist noch.
Das Beet jetzt hier rausmähen? Na, ich glaube, wir können ruhig noch mal eine Bahn weiterfahren, das nächste Bahn machen. So. Ich glaube, jetzt ist der untere Bereich gleich so weit, dass ich den weg mach, also fertig machen kann, dass da nichts mehr steht. Und dann sollte die Seite hier schon fast fertig sein. So, und dann gleich noch die andere Seite fertig machen. Hier bin ich ja jetzt durch. Jetzt noch zweimal vor- und zurückfahren, dann haben wir es.
Ja, wenn man das später dann mit den größeren Rasenmähern macht, ist das natürlich alles immer ruckzuck schnell fertig. Ich glaube, das hier ist ja immer noch einer der ersten Rasenmäher. Oh, Hälfte haben wir dann gleich. Bin mal gespannt, was der Laptop bringt, dass wir den gefunden haben. Oh, da war eine Stelle, da hat es auch kurzzeitig den Motor etwas überlastet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier solche Stellen überhaupt haben. So, gleich kommen wir an das Beet mit der Bank. Okay, wir sind jetzt leider auch schon bei 70%. Geht schneller als ich dachte.
Na, hier unten in dem Bereich ist die Stelle, ist der Rasen echt ein bisschen dichter. Okay, hier diese langgezogene Bahn, das ist auch gleich fertig heute. Weil wir das hier hinten gleich schon wieder abtrennen werden. Wir sind ja auch schon bei 80%. Schauen, ob wir dann schon einen neuen Rasenmäher kaufen können, aber ich glaube nicht. 2000 war ja, glaube ich, der Preis für den bei dem Grasfangkorb. Ich hoffe, dann können wir einen zweiten Mitarbeiter einstellen. Da kommt ja noch mal Schneidergeld rein. Das sind die kurzen Mini-Fuzzi-Streifen darunter. Aber ja. Jetzt fahre ich zuerst in die Richtung rauf, fertig. Machen wir jetzt hier unten die kleine Insel noch fertig. Einmal das Bild noch sauber ausmähen.
schnürrige Kurve, nicht dass das hier wieder heißt, hey, du hast Reifen kaputt gemacht. Und zack. So, 1116 und 742, genau. Weil der wertvolle Gegenstand hat 500 gebracht. Den können wir mal weiterbilden. Zeitmanagement. Machen wir mal das zuerst. So, den anderen hier auch. Ja. Das heißt, ich mir so angucke, was was verfügbar ist, werden wir wohl demnächst einen neuen Rasenmäher haben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.